Mann, oh Mann, da habe ich echt noch mal Schwein gehabt. Aber hey, das kann passieren, dass da einfach die Hütte über dir zusammenbricht. Schön, dass ihr dabei seid. Ganz herzlich willkommen bei Alarm, die jungen Retter. Das ist die neue Doku-Action-Show bei Kika. Wir suchen das beste Jugendretterteam Deutschlands. Locker bleiben, kleine Explosion, kleines Erdbeben oder halt der klassische Hausbrand, wenn mal wieder einer vergessen hat, das Bügeleisen auszumachen. Schön doof. Blöd ist auch, wenn man kopfüber an einem Seil an einer Wand hängt. Tja, weil man eben den Klettersteig verpasst hat. Ganz zu schweigen, wenn man hilflos im Wasser treibt und absolut kein Land in Sicht ist. Wenn irgendwas davon tatsächlich mal passiert, dann ist oberste Alarmstufe angesagt und jede Menge Action für unsere jungen Retter. Und um so dramatische Situationen geht es natürlich auch bei Alarm. Aber keine Sorge, bei uns ist das alles nur ein Spiel. Jeder der Verbände hat drei Teams ausgewählt und jetzt heißt es, das beste Team eines jeden Verbandes zu ermitteln. Bei allen Verbänden wie dem Technischen Hilfswerk, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, natürlich auch bei der Feuerwehr und auch bei der Bergwacht. Da geht es darum, Leben zu retten und Menschen in Not zu helfen. Denn nur dem jeweils besten Team öffnet sich das Tor zum großen Finale in Bad Tölz. Los geht's mit der dritten Folge von Alarm, die jungen Retter. Wir suchen das beste Jugendretterteam Deutschlands. Das ist die neue Doku-Action-Show bei Kika. Es treten gegeneinander an DLRG, THW, Bergwacht und die Feuerwehr. Und das hier ist das Gelände der staatlichen Feuerwehrschule in Regensburg. Hier suchen wir Finalteilnehmer Nummer 3. Und das sind die Teams. Sie werden gleich ein Action-Feuerwerk abfackeln. Hier ist Team Rot aus Bruchköbel mit Florian, Mandy und Emre. Team Grün aus der Gemeinde Haferla, Male, Finn und Anneliese. Und Team Gelb aus Hannover-Buchholz, Marleen, Anna und Ben. In der ersten Challenge der Feuerwehrvorausscheidung mussten unsere drei Teams eine Übungspuppe aus einem brennenden Haus retten. Besonders der Umgang mit dem Schlauch hat dabei manchmal zu ganz schönen Problemen geführt. Aber letztlich haben alle Teams den Dummy schnell und sicher gerettet. Der aktuelle Punktestand sieht wie folgt aus. Auf Platz 3, da gab es so einen kleinen Schlauch-Fail, das war bei Team Gelb. Die haben 3 Punkte auf dem Konto. Auf Platz 2 steht Team Rot mit 6 Punkte. Die waren technisch nicht ganz so gut, haben aber richtig gut bei der Zeit abgeschnitten. Und aktueller Spitzenreiter mit 7 Punkten auf dem Konto ist Team Grün. Maler, wie sieht's denn aus, wenn man da ganz oben steht? Ist das jetzt Druck vor der zweiten Challenge oder seid ihr ganz locker? Naja, also ein bisschen Druck ist ja schon da, weil ja Team Rot nur einen Punkt Unterschied hat zu uns. Aber wir wollen das halt so machen, wie wir es vorher auch gemacht haben. Eigentlich ganz ruhig, aber halt auch irgendwie ein bisschen schnell. Also so mit Struktur halt drin, ja. Also schneller als bei Challenge 1. Ja. Das war ja der große Bonus von euch da oben, ihr drei Hühner auf der Stange. 3 Punkte bei der Zeit am Ende. Wie wollt ihr es angehen bei der nächsten Challenge? Also wir sind jetzt eigentlich ziemlich zufrieden mit unserer Zeit auch her und wir wollen versuchen, noch nach oben zu steigen. Ich glaube, das gilt auch für unser Team Gelb. Was wollt ihr ändern im Vergleich zur ersten Challenge? Also wir werden es natürlich weiter versuchen, müssen eben gucken, was jeder Einzelne noch mal macht. Aber wir werden auf jeden Fall alles geben. Ich drücke auf jeden Fall allen die Daumen, allen Teams. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der nächsten Challenge und da brauchen wir unseren Schiedsrichter, der Mann, der die Punkte vergibt, und zwar Helge. Ja, erstmal hallo in die Runde. Als Information, wir befinden uns hier auf einem abgesperrten Industriegebiet. Das heißt, es gibt keinen fließenden Verkehr. Es hat sich aber ein schwerer Verkehrsunfall ereignet und ein PKW ist gegen einen Containeranhänger gefahren. Es gibt eine verletzte Person. Und unter der Motorhaube dringt etwas Rauch raus. Eure Aufgabe wird es sein, die verletzte Person möglichst schnell aus dem PKW herauszuholen, in Sicherheit zu bringen. Und es kann dann nämlich sein, dass unter der Motorhaube auch tatsächlich noch ein Brand ausbricht, der dann natürlich zu löschen gilt. Verstanden? Nicht vergessen, es wird bewertet, wie gut ihr als Team zusammenarbeitet, wie ihr mit dem Dummy, also dem Verletzten, umgeht, wie ihr natürlich als Team interagiert und die Ausrüstung ist wichtig und es gibt Punkte für die Zeit. Das schnellste Team, wie gesagt, 3 Punkte, das zweitschnellste 2 und das langsamste Team noch 1 Punkt. Soweit alles klar? Ja. Gut, dann sagen wir jetzt Wassermarsch und Team 3 macht sich bereit, also Team Gelb, für die anderen bitte Abmarsch, ihr dürft nicht zuschauen. Schön,
schafft Team Buchholz vielleicht doch noch die Überraschung und den Sprung ins Finale? Wir werden es sehen, es geht los. 3, 2, 1, Alarm! Oh, fast runtergefallen. Völlig andere Ausgangssituation jetzt für die Teams, ganz andere Aufgabe, oder? Ja, vollkommen anders. Wir sind ja jetzt bei einem Verkehrsunfall. Hallo, verstehen Sie mich? Hallo. Das heißt, wir haben in dem Pkw eine verletzte Person. Die Person muss erstmal korrekt angesprochen werden, festgestellt werden, wie da die Bewusstseinslage ist, ob die Person schwer verletzt oder sogar eingeklemmt ist. Hat die Anna die Person angesprochen? Hast du was gehört? Ja, das hat sie gerade gemacht, hat festgestellt, es gibt keine Reaktion. Gleichzeitig ist hier eine sehr schnelle Rettung der Person aus dem Gefahrenbereich angezeigt, da Rauch aus dem Motorraum ausdringt. Und jetzt hat schon der Motorraum durchgezündet. Das heißt, das war letzter Poeng, die Person rauszuholen. Hier war wirklich. Was ist denn da in der Hand? Was ist denn das? Das ist ein sogenanntes Helligan Tool auf Englisch oder auch eine Multifunktionsbrechstange, mit der man sehr viele Arbeiten verrichten kann, um eben jetzt Motorraum aufzubrechen, Türen zu öffnen. Es ist gar nicht so einfach, das Feuer zu löschen jetzt. Nein, ist natürlich da unten alles verbaut. Ne? Das heißt, man kommt immer an die Ecken hinter dem Motorblock nicht ran. Aber auch da brennt es natürlich. Ne? Schnellangriff, Wasser, halt! Nicken. So, das Team hat gelöscht und jetzt die letzten Meter. Zweite Challenge geschafft. Kommt mal rum zu mir. So, erstmal willkommen im Ziel. Weißt du, was mich freut? Guck mal hier. Ich schaue in ein glückliches Gesicht von Anna. Sie kann grinsen, Siegerlächeln. Wie war's für euch? Ach, endlich ist es vorbei. Kaum, ey, jetzt sag ich so. Nein, aber hat Spaß gemacht. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Gutes Gefühl? Hat alles gut gelaufen eigentlich. Ich finde, ihr wart richtig schnell. Oder? Ja. Hat auch gut geklappt mit der Puppe und alles. Ihr habt das auch gut hinbekommen. Ja. Oh, guck mal, Kompliment von Anna. Ist das schön? Geht runter wie Öl, oder? Nee, ich hab das Gefühl, bei dem Dummy, da warst du total schnell. Du hast angesprochen und dann noch direkt rausgehoben. Ist das nicht schwierig? Ja, also die Puppe an sich ist nicht so schwer, aber so abschneiden und dann auf den Kopf aufpassen und die richtige Haltung nehmen, das muss alles geübt sein. Sag mal, Ben, kann das sein, dass das Löschen, das war gar nicht so einfach. Ich dachte, es geht viel schneller. Ja, also ich habe das versucht so ein bisschen aufzuhebeln, hat jetzt nicht ganz gut geklappt, aber ich habe es so ein bisschen aufgekriegt und dann ist eben doch das Wasser dann drunter gekommen. Team Buchholz ist zufrieden, das freut mich und weiter geht's mit Team Rot. Team Bruchköbel trennt einen Punkt vom Spitzenreiter. Ihre zweite Challenge startet jetzt. 3, 2, 1, Alarm! Ja, auch hier werden wir wieder schnell zugucken müssen. Ja, es wird nicht lange dauern. Die zweite Challenge geht deutlich schneller als die erste. Oh, es kommen neue Sachen zum Einsatz. Ja, das Team hier denkt daran, dass ich A, auf dem Fahrzeug einen Rettungsrucksack habe, schon mal zur ersten Patientenversorgung. Das sehen wir da vorne, hallo, den roten Rucksack. Von der Feuerwehr. Die Patientensprache erfolgt. Von der Feuerwehr, ich hole sie jetzt aus dem Auto raus. Und der Feuerlöscher ist auch dabei? Achtung. Ja, wir müssen ja immer zweifachen Brandschutz sicherstellen, weil gerade beim Auto, das ist ja nicht immer der Reifen, der brennt, das ist eben auch mal das Benzin. Das heißt, wir brauchen ein Löschmittel Wasser, ein Löschmittel Pulver für die zwei verschiedenen Brandklassen, die wir da haben. Ne, die Person ist rausgebracht, auch das ging wieder sehr schnell. Oh, da ist es schon vorbei. Okay, ihr wart ruckzuck, einmal willkommen im Team, willkommen im Ziel. Ihr wart so schnell, ich kann gar nicht richtig sprechen. Alle Mädels kommen an, eben die Anne auch schon so ein Grinsen auf dem Backen. Geht's dir gut, Mandy? Mhm. Du kannst atmen. Ja, ich bin überaus zufrieden. Bist du überaus zufrieden? Ja. Okay, warum? Zieh mal Fazit, da muss ich's nicht machen. Weil wir halt sehr schnell waren und es auch gut gemacht haben. Jeder wusste, was er zu tun hat. Wir sind das schon mal grob durchgegangen im Kopf. Wer was macht und deswegen war das auch schnell zu Ende. Ihr seid zufrieden? Ja. Oder wie Mandy sagen würde, das war übelst gut. Mal gucken, ob Helge das genauso gesehen hat. Die Teams setzen ja ganz unterschiedliche Sachen ein bei der Challenge. Was kam denn schon alles zum Einsatz? Ja, wir haben natürlich den Schnellangriff gesehen mit Wasser, beim zweiten Team den Pulverlöscher. Beide Teams haben die Multifunktionsbrechstange verwendet, das sogenannte Helligan-Tool. Und im zweiten Team wurde auch daran gedacht, dass man den Notfallrucksack mitnimmt zur Patientenerstversorgung. Ganz wichtig. Und was das alles ist, das zeigen wir euch jetzt.
Das Helligan-Tool ist ein spezielles Brecheisen für die Feuerwehr. Es wird unter anderem eingesetzt, um Türen aufzuhebeln, Schlösser zu entfernen oder Motorhauben zu öffnen. Der Feuerlöscher, der kommt bei der Feuerwehr immer dann zum Einsatz, wenn Materialien brennen, die sich nicht mit Wasser löschen lassen, wie zum Beispiel Benzin. Und der Notfallrucksack, da ist alles drin, was die Feuerwehr für eine professionelle Erste Hilfe braucht. Der große Vorteil, er wird auf dem Rücken getragen und somit hat der Retter beide Hände frei. Und ich bin gespannt, ob das dritte Team, Team Gelb, noch was ganz anderes einsetzt. Unser aktueller Spitzenreiter, ihre Challenge beginnt jetzt. 3, 2, 1, Alarm! Lage, Verkehrsunfall, Fahrzeug gegen Container. Angriffstrupp, Brandschutz sicherstellen. Verstanden. Oh, da gab es erstmal eine klare Ansage von Finn, oder? Jawohl, hier gab es jetzt also ganz klar eine Anweisung von dem Einheitsführer, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit beginnendem Brand handelt, der Angriffstrupp den Brandschutz sicherzustellen hat. Sehr gut kommuniziert. Und Finn schaut sich das Auto jetzt auch erstmal ganz genau an. Er macht nicht nur vorne auf, sondern auch hinten. Ja, er prüft die Zugänglichkeit von allen Türen. Er macht jetzt die Patientenansprache, checkt die Bewusstseinslage des Verunfallten. Feuerlöscher ist auch am Start, top. Bewusstlose Person auf dem Fahrersitz. Personenrettung. Verstanden. Die Mädels sind auf Zack, da merkst du, da ist jetzt Adrenalin im Spiel, die sind angespannt. Oh, das fand ich, ne? Oh, noch was. Nein. Oh, ja, jetzt kommt ein ganz neues Tool, zumindest bei dieser Aufgabe. Es ist wieder das rote Tragetuch. Ja, die haben sich jetzt entschieden, die Person also nicht sofort von Hand raus zu retten, sondern auch hier wieder das sogenannte Berge- oder Tragetuch zu verwenden, die Person also rauszuziehen, dort draufzulegen und dann wegzutragen. Ist das notwendig oder würdest du sagen, es wäre auch ohne gegangen? Das wäre auch ohne gegangen, ist natürlich die schonendere Version. Ja. Wo ist denn das Ding? Müssen wir denn hin? Ach, da. Ganz ruhig, alles ist gut. So, der Dummy ist schon mal abgelegt. Finn beruhigt auch noch mal sein Team, damit das alles ruhig abläuft. Angriffsdruck zur Brandbekämpfung. Vor. Warte, Anni. Wir müssen doch erst ziehen. Du musst nehmen. Ja. Wasser halt! Zack, wir stoppen die Zeit. Challenge 2 habt ihr geschafft, Team Grün. Ihr seid super gestartet. Es gab sofort wieder von dir diese Ansage. Du bist halt echt der Gruppenführer, oder? Da kennst du nichts. Ja, also es läuft ja ganz gut, weil man dann ganz klar weiß, was ist. Und jeder weiß halt, was er machen muss. Und ist ganz strukturiert dadurch halt. Und ist ja schön, wenn die Girls auch mal auf einen hören. Kann man so sagen. Klappt das sonst auch so gut? Naja, manchmal. Manchmal? Oh Mann, wir hatten einen richtig aufregenden Tag. Er war super spannend, für euch war es wahrscheinlich auch sehr, sehr aufregend. Ich kann euch sagen, es ist am Ende super knapp geworden. Ihr wahrscheinlich zu Hause habt auch eurem Team die Daumen gedrückt, die Betreuer haben euch die Daumen gedrückt und ich weiß, es ist Helge auch nicht leicht gefallen bei der zweiten Challenge. Du warst wieder streng, aber auch fair. Leg los. Team Gelb. Ein, zwei Sachen sind mir natürlich aufgefallen. Kein zweites Löschmittel. Notfallrucksack hätte man mit nach vorne nehmen können. Das sind nur 2 Punkte. Insgesamt habt ihr das aber gut gemacht und kriegt von mir dort 3 Punkte. Team Rot, deutlich besser. Ne? Pulverlöscher habt ihr vorgenommen. So ein bisschen hat mir die Kommunikation gefehlt. Die Personenrettung alleine aus dem PKW, okay. Danach hätte ruhig ein zweiter anfassen können. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Das heißt, ihr seid nicht nur bei 3, ihr seid bei 4 Punkten. Und Team Grün. Es gab ein, zwei Kleinigkeiten, das habt ihr korrigiert. Und im Endeffekt gab es dann nichts weiter abzuziehen. Das heißt, ihr seid bei 5 Punkten. Und jetzt die wichtigen Punkte für die Zeit. Team Grün, 3 Minuten 7 Sekunden gebraucht, dafür einen Punkt. Team Gelb, deutlich schneller, 2 Punkte. Und hallo, Turbozeit, 52 Sekunden, 3 Punkte für Team Rot. Das heißt, und jetzt wird es halt richtig schwierig, willkommen zum Endstand. Auf Platz Nummer 3 ist mit 8 Punkten Team Gelb. So, und wer jetzt zu Hause richtig mitgerechnet hat oder sich mitgeschrieben hat, weiß, was jetzt kommt. Wir haben nämlich bei Team Rot und bei Team Grün einen Gleichstand, beide 13 Punkte. Und das war natürlich der Moment,
in dem es super schwierig ist für uns zu entscheiden, in dem es natürlich für Helge besonders schwierig ist zu entscheiden. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle sagen, Team Bruch-Köbel, Team Haferla, das waren heute die beiden Top-Teams. Die haben beide abgeliefert, die haben beide alles gegeben und eigentlich hätten es beide verdient, ins Finale zu kommen. Aber am Ende kann es nur ein Team schaffen. Und Helge erklärt euch jetzt, welches Team und auch warum. In der Summe zählt in diesem Moment der fachliche Aspekt, wer dort die größere Punktzahl erreicht hat. Und das ist Team Haferla. Herzlich willkommen im Finale. Team Haferla schafft den Sprung ins Finale nach Bad Tölz. Ihr seid dabei, ihr tretet an gegen DLRG, gegen THW und gegen Bergbach. Mann, oh Mann, das war am Ende richtig spannend. Ich muss zugeben, ich hatte am Schluss auf Team Rot getippt. Aber gut, Helge ist der Schiedsrichter und ich bin zumindest trocken geblieben. Sie können es einfach nicht lassen. Wisst ihr was? Ich seil mich ab. Und zwar auf den Blomberg. Schön, dass ihr dabei seid bei den Jugendrettern Uhr der Bergwacht. Leute, ich kann runter! Oh. Die letzte spannende Vorausscheidung führt uns in die Bayerischen Alpen. Hoch oben am Berg in über 1000 Meter Höhe kämpfen drei Teams der Bayerischen Bergwacht um den letzten Platz im Finale von Alarm, die jungen Retter. Die Berge, die sind nicht ungefährlich. Es kann jede Menge passieren. Die Hänge sind steil, es können Felsbrocken runterfallen und auch das Wetter kann sich plötzlich ändern. So richtig sicher fühlt man sich erst, wenn man einen Kumpel dabei hat. Jetzt mach dich nicht so schwer. Karl, schön, dass du dabei bist. Das ist Karl Strehler. Er ist vom Ausbildungszentrum der Bergwacht in Bad Tölz und du bist heute unser Schiedsrichter. Karl, die Berge, wir sehen es ja auch hier, Wetter ist heute richtig schwierig für die Kandidaten. Auch ansonsten überschätzen sich viele Bergsteiger, es kann viel passieren. Was ist denn gerade euer Aufgabengebiet? Ja, die Bergwacht Bayern ist in Bayern ehrenamtlich tätig. Unsere Aufgabe ist die Rettung aus dem unwegsamen Gelände. Ein unwegsames Gelände, das kann jetzt der Wald sein, das kann aber auch Felsgelände sein oder auch im Winter von der Skipiste. Wir haben insgesamt 4.200 Einsatzkräfte, die wohl im ganzen Jahr ca. 12.000 Einsätze in diesem Bereich ableisten und das Ganze ehrenamtlich in der Freizeit dann bewältigen. Boah, das sind richtig viele Einsätze. Ich finde es total super, dass es euch gibt und ich bin richtig gespannt, welches Team für die Bergwacht ins Finale kommt. Wir gucken uns mal die Teams an. Die kommen aus Unterammergau, Bad Tölz und Rottach-Egern. Darf ich vorstellen, Team Rot, Froni, Franzi und Nick. Team Gelb mit Alex, Julia und Felix. Dann hätten wir noch unser grünes Team, Leon, Kilian und Luisa. Das sind die Neuen, die um den Einzug kämpfen ins große Finale nach Bad Tölz. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Wetter ist ja so ein bisschen semi-geil heute, oder? Macht es euch was aus? Nein. Nee, ihr seid das gewohnt. Ihr seid alle hart im Nehmen. Okay, ich würde euch gerne ein bisschen kennenlernen, bevor wir starten. Leon, du bist im Team Grün. Ich würde gerne wissen, wie bist du denn zur Bergwacht gekommen? Ja, also ich habe vorher schon geklettert und dann habe ich mir aber beim Klettern einen Arm gebrochen. Und da war eben der Lauri, der Jugendleiter von der Bergwachtgruppen, hat mir Erste Hilfe geleistet. Und dadurch bin ich in die Bergwachtjugendgruppen gekommen. Quatsch, du wurdest gerettet und hast dann gesagt, hey, ich bin dir so dankbar, ich mache da mit. Ja, kann man so sagen. Und dem Arm geht's wieder gut heute? Ja, dem geht's wieder gut. Sag mal, wenn ich in Erdkunde richtig aufgepasst habe, ihr kommt ja alle so ein bisschen aus der Gegend, habt die Berge ja alle vor der Haustür. Mhm. Wie trainiert ihr denn? Also, keine Ahnung, wir laufen halt mal auf den Berg am Wochenende. Auch einfach mal so. Einfach mal hoch und wieder runter. Oder wir gehen auch mal bouldern in die Kletterhalle. Einfach das ist, mal bouldern ist Klettern ohne? Ohne Seil, ja. Oh, krass, okay. Und dann auch mal draußen, also in der Natur klettern. Wollen wir starten mit der ersten Challenge? Seid ihr soweit? Ja. Ja. Also, unsere Teams sind motiviert und ich sage euch, wer noch motiviert ist. Wir haben natürlich einen Experten, der euch heute auf die Finger schaut und der auch die Punkte verteilt. Und das ist unser Karl. Wir sind die Bergwacht, wir müssen raus, wenn sonst keiner raus will. Das heißt, das Wetter ist für euch perfekt, oder was? Ja, aber mit diesem Wetter können wir optimal zeigen, was unsere Leute können. Okay, super. Die Teams sind bereit. Du hast dir eine Aufgabe ausgedacht. Was wartet auf unsere Teams? Genau, wir haben heute eine Challenge mit euch vor. Ihr bekommt eine Einsatzmeldung. In der Einsatzmeldung werdet ihr dann genauere Sachen erfahren und dann müsst ihr zeigen, was ihr bereits gelernt habt. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen fies, weil ihr die Aufgabe wirklich erst per Funk dann bekommt. Wir verraten euch an der Stelle noch gar nichts, nur so viel. Es gibt 5 Punkte, das ist die Maximalpunktzahl. Bewertet werden, wie ihr mit der Ausrüstung umgeht, wie ihr als Team miteinander arbeitet und natürlich auch, wie ihr euch um den Verletzten kümmert. Dann gibt es noch Punkte für die Zeit. Alles soweit verstanden, trotz Regen? Ja. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, Team Gelb, Team Grün für euch Abmarsch. Es darf nicht zugeguckt werden. Und Team Rot,
Ja, ich lasse euch jetzt mal hier im Regen stehen. Ihr wartet, bis der Funkspruch kommt, okay? So, die anderen rein ins Warme. Viel Spaß, Team Rot! Achtung, Alarm! Einsatzmeldung! Hinter der Bergwachthütte im Wald befindet sich ein verletzter Wanderer. Ihr müsst versuchen, die Person so schnell wie möglich, aber schonend zur Bergwachthütte zurückzubringen. Es geht los. 3, 2, 1, Alarm! Okay, sondern ein Berg. Ja, dann machen wir jetzt einen Berg, ich sag schnell. Ja, jetzt kommt es darauf an, jetzt haben Sie die erste Möglichkeit unten. Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie das Material alles schon auf die Trage raufpacken oder ob Sie einzelnes Material hochtragen und hier oben am Patienten erst mit dem Zusammenbauen und Zusammenpacken beginnen. Bin ich jetzt einfach mal gespannt. Wir werden es dann gleich sehen, wenn Sie kommen, wie Sie sich unten entschieden haben. Ist das das Tempo, mit dem man arbeiten würde im Einsatz, von der Geschwindigkeit her? Es geht gar nicht schneller, weil man sonst körperlich an seine Grenzen kommt. Und man braucht natürlich auch noch Ressourcen und Luft, damit man mit dem Patienten sprechen kann, wenn man ankommt. Ja. Wenn man da jetzt herlaufen würde wie beim Sprint, dann kann man mit dem Patienten völlig außer Atem, müssen wir erstmal. Man sieht jetzt, die Franzi, die hat einen Rucksack dabei, da ist das Notfallequipment drin. Da kann man zum Beispiel eine Blutung stillen oder auch dem Patienten dann Sauerstoff geben. Auf dieser Trage ist ein Rettungssack angebracht. Man sieht jetzt, sie haben die Variante gewählt, die Trage erst fertig herzurichten. Und in diesen Sack wird dann der Patient platziert. Hallo, Hallo, ich bin die Franzi von der Bergwacht. Was ist denn passiert? Ja, der hat sich im Fuß geschnitten. In den Fuß geschnitten? Der linke Fuß, da ist eine Wunde. Ah, okay. Haben Sie noch irgendwo andere Schmerzen? Na, sonst tut ihm nichts weh. Okay, ich mache jetzt trotzdem mal einen Bodycheck und schaue, ob einer wirklich liegt. Sie sagen einfach, wenn irgendwo was wehtut. Was macht sie jetzt? Was macht sie noch? Das ist jetzt sehr, sehr gut medizinisch. Sie fixiert sich nicht auf die erste Wunde, sondern schaut den ganzen Körper an, ob irgendwo noch eine andere versteckte Wunde vielleicht ist, die wo der Patient initial nicht sieht. Dann werden wir sie dann gleich abtransportieren. Sie haben sich jetzt wieder aufgeteilt. Die Franzi macht den Druckverband fertig und die anderen zwei Helfer richten jetzt schon die Trage mit her. Die Trage ist natürlich, man sieht es, das sind Tausende von Schlingen. Ja, das dauert einfach, weil das natürlich einfach auf Sicherheit auch gebaut ist, weil mit dieser Trage können wir auch senkrecht eine Felswand abseilen. Oh, okay. Und da muss natürlich der Patient dementsprechend vernünftig gesichert sein in dieser Trage drin. Warum wird denn jetzt gepumpt? Jetzt wird gesaugt. Okay. Die Luft wird rausgesaugt. Warum? Damit in dem Vakuum sind lauter kleine Styroporkugeln. Und wenn die Luft rausgesaugt wird, dann wird das ganz hart und der liegt dann in einer Schale und kann nicht mehr aus. Wir haben jetzt das Problem, wenn der Sack jetzt in die Trage reinkommt, dann brauchen wir zwei Leute, die die Trage stabilisieren. Und wir brauchen aber auch zwei Leute zum Umlachen. Okay. Da spiele jetzt ich mal kurz den vierten Mann und hebe die Trage schnell fest. Das macht der Karl aber übrigens bei jedem Team. Also bei jedem Team hilft der Karl an der Stelle ganz kurz aus und das bedeutet, das ist für alle fair. Ja. Geht's bei dir? Bei mir geht's, ja. Ich hab die Trage. Ich mach schon. So, was bei Anna? Alles gut beim Patient. Da machst du das Tür? Ich kenn die Albergrößen. Okay, gut, los geht's. Und man hat jetzt gesehen, die Franzi hat gelacht. Der Patient ist versorgt, er ist eingepackt, jetzt geht's zum Abweg. Die größte Anspannung ist jetzt erstmal weg. Ja. Und jetzt kommt da wieder Freude auf, weil man die Challenge schon geschafft hat fast. Und wir müssen jetzt auch runtergehen, weil genau, wir müssen das Team Empfang nehmen. Ja, das geht, aber das ist besser. Fahr mal. Ich glaube, wir können da unten raus, dann gehen wir über die Straße, ja, dann gehen wir hinten. So, jetzt haben wir gleich. Die letzten Meter! Jetzt gehen wir sie dann gleich aus dem Auto raus. Aus dem Roni mit Franzi, hier muss der Dummy hin. Muss er rein. Mit der Trage. In die Mitte rein und dann auf den Wasserhorn erst. Auf den Wasserhorn vorbei. Oh. Ihr habt es geschafft, kommt mal zu uns, ihr drei. Wie war es für euch? Ich frage mal hier die Chefin, wie ist es gelaufen? Das mit dem Verband war nicht so gut, muss ich sagen. Aber sonst hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Als ihr den Funkspruch bekommen habt und ihr wusstet, okay, das ist die Aufgabe. Ja. Was war denn eure Strategie, was war der Plan? War dann schon klar, dass die Franzi so ein bisschen das Kommando übernimmt? Ja. Oder wie habt ihr das? Sie ist die Chefin. Kommandos gegeben. Also diesmal hast du deine Frau als Boss. Das ist okay, dass die Mädels mal die Ansagen machen? Ja. Das hat gepasst. Okay, seid ihr zufrieden mit der Challenge? Ja. Felix, Alex und Julia steht bereit. Für sie startet die Challenge jetzt. Karl, leg los.
Achtung, Alarm! Einsatzmeldung. Ein verletzter Wanderer befindet sich hinter der Diensthütte und hat starke Schmerzen im Bein. Eure Aufgabe ist, den Veranderer so schnell wie möglich und schonend zur Diensthütte zurückzubringen. 3, 2, 1, Alarm! Also ich vermute, das Material ist noch nicht auf der Trage ausgepackt, sondern liegt im zusammengepackten Sack auf der Trage. Und sie haben sich entschieden, das hier oben erst zu. Also komplett andere Strategie, genau, als das erste Team. Ja. Was ist denn jetzt der Vorteil und was vielleicht auch ein Nachteil? Der Vorteil ist halt jetzt, man ist sehr, sehr schnell am Patienten dran. Man ist wirklich jetzt, man sieht den Zeitunterschied. Man muss natürlich am Patienten mehr auspacken und mehr arbeiten. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil. Geh du schnell hoch. Jetzt halt haben sie sich entschieden. Einer geht voraus, es ist zu schwer, das ganze Material, wir teilen uns auf. Einer geht zum Patienten, die anderen schauen, dass sie die Trage herrichten. Ich bin die Julia und ich untersuche sie. Hallo, grüß dich, der Patient kann dich verstehen, er redet mit dir. Okay, wie heißen Sie denn? Der Patient heißt Max. Hallo Max, kannst du mir sagen, wie alt du bist? Ja, ich bin 25 Jahre und ich habe mich in den Fuß geschnitten. Okay, welcher Fuß? Der rechte Fuß. Okay, ich untersuche dich jetzt einmal von oben bis unten und du sagst mir, wo es weh tut. Okay. Geht es? Da tut es nicht weh, nein. Nur mein Fuß tut so weh. Da tut es auch nicht weh. Muss die Trage nicht auch hoch dann, oder? Ich vermute, dass sie den Bergesack runtertragen, weil der ist einfach noch besser zum Halten. Der hat bessere Griffe, ja, den kann man besser halten. Und der Patient ist auch sicherer innen. Sicherer und wärmer. Ja, super. Das meine ich, war jetzt die Überlegung, dass es vielleicht mit dem Tuch doch zu gefährlich wird. Also den Sicherheitsfaktor haben sie bedacht. Und tragen ihn lieber mit dem Sack runter. Okay. Ich halte ihn an den Schultern. Gibt es denn eine Sache, bei der du sagst, das hätte besser laufen müssen? Man hat Zeit verspielt in der Entscheidungsfindung. Man hat erst den Plan so gemacht, hat gesagt, man nimmt die Trage, man nimmt das Tragetuch, alles unten aufgebaut, jetzt müssen alles von unten wieder nach oben platziert werden. Also man hat hier einige Minuten verspielt. Und eins. Wartet. Hast du? Und jetzt geht's den steilen Hang runter. Eins, zwei, drei. Achtung, ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Da, wenn jetzt einer rutscht, dann ist vorbei am Boden. Dann ist für den Patienten schlecht. Das ist gefährlich, jetzt der Nachteil gefährlich an der Taktik. Wir haben jetzt hier das Band raushängen. Sie haben den Sack nicht ganz geschlossen. Das ist jetzt natürlich auch eine Stolperfalle. Das Band kann irgendwo hängen bleiben. Das Band, da kann einer drüber stolpern. Also auch nochmal von der Patientenversorgung Gefahr am Punkt aufgekommen. Vorsichtig runter. Fühlen Sie sich wohl? Ist alles okay bei Ihnen? Alles gut. Patient geht's gut. Wir schnüren Sie jetzt fest, damit Ihnen nichts passiert. Das machen Sie super. Ist noch alles gerade? Alles super. Perfekt. Ganz toll. Immer schön vorsichtig. Können Sie auch hinter der Hütte vorbei in die da lange? Ja, wir können da rechts vorbei. Ja, rechts, okay. Ihr habt's gleich. Und da parken. In der Mitte und dann dürft ihr auf den Wasser drücken. Und auf den Wasser hauen. Zack, wir stoppen die Zeit. Willkommen im Ziel. Erklärt mir eure Taktik. Ihr habt euch ja entschieden, das Ganze erst oben auseinanderzunehmen und aufzubauen. Was habt ihr euch dabei gedacht? Also ich habe mir dabei halt gedacht, also dass der Patient als erstes am besten versorgt wird. Und das kann man eben beim Patienten am besten machen. Und da wir mit der Trage nicht hochgekommen sind, haben wir es halt so gemacht, dass wir dann erst den Patienten mal komplett versorgt haben und dann geguckt haben, wie transportieren wir ihn rund. Wir wollten so koordinieren, dass alles für den Patienten am besten ist. Seid ihr zufrieden mit der ersten Challenge? Ja. Auf jeden Fall. Wie viele Punkte würdet ihr euch geben von 5? Ja, 5, oder? Ja. Natürlich, volle Punktzahl. Klar, Karl darf noch nichts verraten. Es kommt hier noch ein Team und das wollen wir auch in Action sehen. Das ist Team Grün. Leute, ich drück die Daumen, es geht los. 3, 2, 1, Alarm! Man hört, es rumpelt sehr. Ich glaube, sie sind schnell. Schauen wir mal, ob wir schon was sehen. Oh ja, da kommen sie schon, sie kommen schon. Ah, sie sind im Laufschritt unterwegs. Da, wo es liegt, das müssen wir hier. Gewagtes Manöver kostet natürlich Kraft und vor allem man muss sehr, sehr viel schnaufen und kann mit dem Patienten nicht mehr vernünftig reden. Aber es ist erlaubt. Aber es ist natürlich erlaubt. Jetzt werden wir natürlich sehen, was passiert, wenn sie die Patientenversorgung machen. Ich denke, sie sind richtig außer Puste. 3. Okay. Okay. Ja. Riskantes Manöver. Die haben es auf die Zeit abgesehen. Die wollen die Zeit unterbieten. Das ist hier die Vollgasruppe jetzt. Die wollen es wissen. So, jetzt klingt es erst nur noch mehr Decken, damit es wärmer wird. Genau, machen Sie Wärmehalt, sehr gut. Er baut jetzt die Schiene an. Wenn es gebrochen wäre, wäre das natürlich super. Wir bräuchten das. Das kostet Zeit. Sie sind auch wieder im Team, die Ressourcen sind gut geplant. Die Luisa richtet jetzt eben schon diesen Sack her.
Den Rettungssack passt sogar die Gurte perfekt an, dass man dann beim Einladen schneller ist. Die anderen zwei kümmern sich um die Verletzung. Die Schmerzen schon besser. Die Schmerzen sind gut. Langsam absitzen. So, jetzt haben sie es schon geschafft. Jetzt machen wir sie da nochmal fest. Damit sie uns beim Oberrutsch nicht verloren gehen. Lasst uns da zwischen dem Baumstumpf und da so jetzt runterfahren. Und da muss man echt aufpassen, weil da kommt man so schlecht durch. Nee, da kommen wir nicht durch. Das muss gehen. So, wir fahren jetzt da runter. Es kann zwischendurch ein bisschen holprig werden. Ich versuche so vorsichtig wie möglich zu fahren. Haben Sie es gleich geschafft? Hier muss der Dummy rein, dann dürft ihr auf den Buzzer hauen. Da ablegen und hinter euch. Ja, Drucklaus. Hinter euch auf den Buzzer. Und Luisa, haut auf den Buzzer, wir stoppen die Zeit. Das war eure erste Challenge. Wie war's für euch? Kalt. War sehr kalt, Kings? Ja, an den Fingern. Du hast schon, die Ansagen gemacht, Leon, schon oder? Hätte schon ein bisschen laufen können. Ich hatte mir halt vorgenommen, dass wir die Gurte gut sortiert haben, aber das, ja. Kann man jetzt nichts machen. Aber ihr habt ganz schön Tempo gemacht. Ich glaube, die Zeit dürfte gut gewesen sein. Wie ist da euer Gefühl? Ja, Zeit vielleicht. Ja, doch, kann schon. So, das heißt abschließend, seid ihr zufrieden oder nicht? Ganz okay. Ja. Ganz okay. In Ordnung. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir gehen rein, trinken einen Tee, wärmen uns ein bisschen auf und dann geht's weiter mit der Punktevergabe. Machen wir so? Ja, machen okay. Wir. Reingehen! So, Karl, hau deine Punkte raus. Bitte mit Begründung. Ja, ganz schwierig. Wir machen das Ganze chronologisch, wie ihr an die Challenge herangetreten seid. Wir fangen mit dem Team Rot an. Ihr wart relativ langsam, sage ich mal. Dafür haben wir bei euch volle Punktzahl bei der Sicherheit gegeben. Der Patient wurde optimal versorgt. Und auch in der Teamkommunikation habt ihr volle Punktzahl bekommen. Also von meiner Seite bis auf die Zeit kriegt ihr 5 Punkte von mir. Kommen wir zum nächsten Team. Team Gelb. Ihr wart sehr, sehr schnell. Bei der Patientenversorgung hat euch aber diese Schnelligkeit ein bisschen mit reingespielt. Die war nicht so schonend. Und da muss ich euch leider einen kleinen Punkt Abzug geben. Ansonsten, Sicherheit war immer da. Kommunikation war super. Ihr kriegt von mir 4 Punkte. Team Grün, Rambo-Team. Bei euch haben wir wirklich, wir haben mitgebankt, wir haben die Daumen gedrückt, wir haben geschaut, wir hatten selbst ein bisschen Angst, dass euch was passiert. Da müssen wir euch leider in der Sicherheit einen Punktabzug geben, weil natürlich ihr sehr schnell gelaufen seid und da kann natürlich auch was passieren, euch selbst als Retter. Zusätzlich bekommt ihr auch bei der Patientenversorgung leider noch einen Punktabzug, weil es auch sehr schnell war und die Wunde wurde auch nicht richtig versorgt. Von meiner Seite aus bekommt ihr 3 Punkte für die Challenge. Und von meiner Seite gibt es noch Punkte für die Zeit. Team Rot bekommt 1 Punkt, Team Grün bekommt 2 Punkte und das schnellste Team war Team Gelb. Es gibt 3 Punkte dafür. 5 Punkte auf dem Konto, aktueller 3. Platz, das ist Team Grün. 2. Platz mit 6 Punkten auf dem Konto ist Team Rot und aktueller Spitzenreiter 7 Punkte, Team Gelb. Herzlichen Glückwunsch. Team Grün, die nächste Challenge, die letzte Challenge steht vor euch. Wir haben in dem Gelände da hinter uns einen verletzten Wanderer bzw. eine erschöpfte Person, der ist nicht verletzt. Ihr müsst jetzt schauen, dass ihr über das Seilgeländer sicher zu dem Patienten hinkommt und ihn dann mit euren Rettungsmitteln abseilt und hier wieder ankommt. Hinter euch liegt Material. Die Challenge beginnt, sobald ihr auf den Buzzer drückt, dann Material aussuchen und los geht's. Wir drücken euch die Daumen, es geht um wichtige Punkte fürs Finale. Ihr macht das. 3, 2, 1, Alarm! Ihr habt ja Ausrüstung zurechtgelegt. Welche Ausrüstung wird denn jetzt hier benutzt von den Teams? Ja, wir haben jetzt verschiedene Ausrüstung zurechtgelegt. Einerseits verschiedene Mittel, wie man sich sichern kann, wenn man das Seil hochgeht. Da waren jetzt brusig Schlingen dabei. Das ist ein Mittel, das sehr lange braucht zum Anlegen. Also es ist ein bisschen diffizil. Es waren Steigklemmen mit dabei. Eigentlich aus meiner Sicht das einfachste Mittel, um einen Fixseilaufstieg zu machen. Und die liegen jetzt aber noch da? Die liegen noch da, die haben das nicht genommen. Was ist denn genau ein Brusigknoten? Bei einem Brusigknoten hat man ein Seil, ein Fixseil, wo man aufsteigt und man nimmt ein anderes Seil und knotet es mehrmals darum. Durch den Zug entsteht Seilreibung und man ist gesichert. Aber man muss das Seil immer wieder rumfädeln. Also man muss ein kleines Seil und das große Seil immer wieder, bei jedem Umhängepunkt muss man das neu aufmachen und wieder einfädeln.
Das dauert natürlich. Und den Karabiner, den hebst du raus und machst ihn wieder rein, einfach, oder? Bei dem Karabiner, bei der Steigklemme, die wir haben, die hat einen schönen Griff. Vorne einen einfachen Verschluss, die muss man nur rausheben, hängt es wieder ein und kann sich direkt an dem Gerät selber auch noch hochziehen. Ja, aber hat denn dieser Knoten irgendeinen Vorteil? Der Knoten hat den Vorteil, man kann in beide Richtungen gehen und ist immer gesichert. Okay, ich verstehe. Die Steigklemme funktioniert nur, wenn man hochgeht. Und das Gelände ist nicht ohne darauf. Das ist sehr matschig, sehr rutschig. Ja. Also es ist körperlich auch anstrengend, da hochzugehen. Oben die Abseilstelle müssen es den Patienten dann kurz einweisen, das Rettungsdreieck anlegen. So wie ich das sehe, hat Leon das Rettungsdreieck dabei, der Erste vorne. Weil du den Patienten gerade angesprochen hast, es kommt ja bei der Aufgabe kein Dummy zum Einsatz, sondern wirklich dein Kollege Emil. Warum arbeiten wir hier ohne Dummy? Wir haben hier einfach das Problem, wir haben eine Rettung, wo der Patient noch aktiv mitspielen muss. Wenn der Patient jetzt nicht mehr aktiv mitspielen könnte, wäre diese Rettung viel aufwendiger. Man bräuchte eine Trage, müsste mit der Trage abseilen. Jetzt sieht man Emil auch schon sitzen und wieder Leon, der erste Retter, jetzt dann gleich bei ihm ist. Servus. Ich bin der Leon Jasche von der Bergwacht. Ich habe gehört, Sie sind erschöpft. Ja. Okay, haben Sie sonst Schmerzen? Keine Beschwerden sonst, einfach nur. Sonst keine Beschwerden? Anstrengend und durchgefroren. Was ist denn diese rote Windel? Das ist ein behelfsmäßiger Klettergurt. Natürlich hat man für die Patienten, die brauchen irgendwas, wo man sich sichern kann. Sieht ein bisschen lustig aus, sag ich jetzt mal. Aber, ja, absolut. Erfüllt seinen Zweck. Kann man auf verschiedene Größen einstellen. Man sieht da vorne, der hat verschiedene Schlaufen mit verschiedenen Farben dran. Und je nachdem, wie groß der Patient ist, kann man das dann auch anpassen. Also vom Kind bis zum Erwachsenen kann man mit diesem Dreieck alle Personen retten. Ich habe gerade gehört, da hat der Robert gerade eingegriffen um unseren Sicherungsposten. Der hat ihm gerade noch darauf hingewiesen, dass das noch falsch angezogen ist. Was ist das so? Das ist natürlich jetzt ein Sicherheitsaspekt. Da müssen wir jetzt bei der Challenge auch eingreifen. Weil wir könnten jetzt nicht den Emil mit einem falsch angelegten Rettungsgurt darum lassen. Nee, klar, okay. Muss man auch sagen, wird natürlich auch Teil der Bewertung werden, dass da geholfen werden musste. Jetzt gehen wir mal her zu mir, genau, ganz vorsichtig. Super macht er das. Und jetzt? Wir haben jetzt hier eine Weiche aufgebaut, sprich mit einem Seil, das wo in zwei Enden endet. Und an einem hängt der Retter und am anderen der Patient. Jetzt lasst die Luisa ihn abschauen. Sie hat jetzt die Hintersicherung selbst in der Hand. Könnte man jetzt so auch noch lösen, dass einer die Hintersicherung nimmt. Sie macht jetzt alles in einer Person. Okay. Geht auch. Na, einfach so hintersichern jetzt. Also was Luisa macht, verstehe ich. Sie gibt Seil nach. Mhm. Ach, und Leon, hast du gesagt, ist die doppelte Sicherung. Quatsch, Kili ist die doppelte Sicherung. Sie haben das jetzt in einer Person gelöst. Die Luisa macht das jetzt in einer Person, die gibt Seil nach und ist die Sicherung. Schau, sie hat die Sicherung da. Jetzt haben wir schon das Problem, was sie daraus entwickelt hat. Durch das, dass sie Seil nachgeben muss und die Sicherung, kann es sein, dass der Knoten dann sich verklemmt. Geschickter wäre es jetzt, wenn einer nur die Sicherung macht und der andere das Seil nachgibt. Dann bist du noch schneller, noch dynamischer beim Abseilen. Okay. Mir gefällt sehr gut bei dem Team die Entwicklung, dass sie jetzt mehr auf Sicherheit schauen. Also man hört immer wieder doppelt eingehängt. Sicherheit, klar, die Kommunikation ist gut. Der Leon hat das als Teamleiter übernommen, war natürlich auch der Schnellste beim Hochgehen. Was mir da jetzt nicht so gut gefällt, die zwei sind jetzt vielleicht ein bisschen hilflos da oben. Die haben, glaube ich, nicht so viel Erfahrung mit der Leon. Das hätte man vielleicht im Vorfeld noch besser absprechen können, wie sie die Rollen verteilen sollen. Und natürlich der Punkt Abzug, dass unser Sicherungsposten mit eingreifen musste bei dem Rettungsdreieck. So, Emil, geht's gut? Hier ist euer Buzzer. Und wir stoppen die Zeit. Du hast Seil gegeben und du hast nochmal gesichert. Könnt ihr mir das erklären, was ihr da genau gemacht habt? Also Leon ist runter und sie hat ihn gesichert. Und ich habe ihr halt nochmal das Seil besser gegeben, dass es besser läuft. Leon, du hattest die Führung eben. Wie zufrieden bist du mit deinem Team? Ja, schon gut. Na? Schon gut? Schon, ja. Habt ihr super gemacht. Ihr könnt euch ausruhen. Das nächste Team kommt, der steht schon in den Startlöchern. Das ist Team Rot. Team Rot, das ist Team Schneckentempo. Aber die haben zu mir gesagt, hey, wir ändern gar nichts an der Taktik. Wir waren nämlich technisch auch die Besten. Volle Punktzahl bei der ersten Aufgabe. Team Schneckentempo, ihr wisst, worum es geht. Es geht los. 3, 2, 1, Alarm! Jetzt ist unser Team schon auf dem Weg zu Emil. Man sieht das Seil wackeln, sie sind jetzt ein bisschen zusammengerutscht. Also nicht so, sie teilen sich nicht so sehr wie das erste Team, sie bleiben eher zusammen. Ah, jetzt macht man ganz interessant. Jetzt Was passiert? Jetzt wird gewechselt, das Rettungsdreieck kommt zur ersten Position. Und macht es jetzt ähnlich wie Team Grün, dass einer mit dem Rettungsdreieck einfach vorausgeht. Ah, schau, da sieht man, sie hat den T-Block verwendet. Und jetzt hat man gesehen, das ist ein deutlicher zeitlicher Vorteil im Umhängen, siehst du? Stimmt. Das ist so ein kleines Eisending, kleines Metallklemme. Und mit der haben wir jetzt einfach einen deutlichen Vorteil im Aufstieg. Die anderen sind immer noch im ersten Drittel und der Nick ist schon oben. Grüß Gott, ich bin von der Bergwacht Bayern. Wir helfen Ihnen jetzt. Er ist sich anscheinend auch in Anwendung von dem Rettungsdreieck sehr sicher.
und kann jetzt wieder Zeitpuffer gut machen, bis die anderen zwei da sind, um dann gemeinsam die Abseilaktion zu wickeln. Aber wo sind denn die Mädels? Sind die noch am Seil? Die sind noch am Seil, in den letzten Metern am Seil sind sie. Jetzt wird sich gegenseitig ausgeholfen. Irgendjemandem fehlt genau, jetzt. Irgendjemand was braucht den Brusiknoten, den braucht man zur Untersicherung. Ach, gut, dass sie den mitgenommen haben, doch noch. Genau. Und jetzt wird der schnell ausgetauscht. Was gefällt dir denn jetzt bisher gut? Mir gefällt sehr gut, dass sie im Team die Ressourcen geplant haben. Einer geht vor, geht zum Patienten, kann da schon mal zum Arbeiten anfangen, auch wenn wir hinten ein schwächeres Mitglied haben. Sie haben aber jetzt nicht die Froni alleine gelassen, sondern die Franzi hat die Froni mitgenommen. Also sie arbeiten trotzdem im Team zusammen. Die Sicherheit ist super, das Anlegen von dem Rettungsdreieck war sehr, sehr routiniert. Sie gehen jetzt auch zu zweit runter, also bis jetzt eigentlich nur positive Punkte, was mir da aufgefallen sind. Keine Kritik zum Üben. Willst du schnell sagen? Ja. Aber passt. Passt, alles gut. Kommunikation zum Patienten ist auch sehr gut. Franzi sagt, das motiviert ihn positiv, dass es richtig gut macht, das Absteigen. Hat sie ihn gelobt, den Emil? Oh, da sind sie ja auch Emil, schon. Emil, das machst du richtig gut. Also, zeitlich, glaube ich, sind die auch nicht schlecht. Nee, ich glaube auch. Das könnte wieder auch eine gute Zeit werden. Die letzten Meter noch, Franzi? Ja. Achtung, da kommt der Ast. Fängst du den? Nicht hinterbleib. Du musst den Emil auf den Wanderweg bringen, dann aushängen kannst du und auf den Bassa. Genau, genau. So. Franzi, häng dich aus und drück auf den Wasser. Der Wasser, der Wasser, der Wasser, der Wasser! Tada! Willkommen im Ziel! So, Leute. Euch fehlt ein Punkt bei der ersten Challenge. Die Zeit wäre eine ganz wichtige Rolle. Glaubt ihr, es hat gereicht fürs Finale? Bauchgefühl? Klar. Jannik sagt so nein. Froni auch so Naja. Nee? Schwer zu sagen. Guck mal, die Franzi ist die Einzige, die grinst. Na gut, okay, wir müssen sie jetzt einfach mal abwarten. Wir gucken mal, was das Spitzenreiterteam macht, okay? Genau. So, dann heißt es aufwärmen und weiter geht's mit Team Gelb. Ihr seid unsere aktuellen Spitzenreiter, das heißt, ihr steht wirklich ganz kurz davor, den Sprung zu schaffen ins Finale. Wie wollt ihr jetzt die letzte Challenge angehen? Ja, also wir wollen jetzt nochmal Vollgas geben, aber konzentriert bleiben und die Aufgabe sauber machen. Eigensicherung geht vor, aber trotzdem nicht die langsamsten sein und keine Zeit liegen lassen auf der Strecke. Dann drücken wir euch, wie aus den anderen Teams, die Daumen und sagen 3, 2, 1, Alarm! Okay, dann was halt. Nehmt ihr einen Fuß, also nehmt ihr jeder, okay. Wir müssen halt echt ein bisschen Gas geben. Dann du, was brauchst du? Ich brauch gar nichts. Ich nehm dein Gurt. Passt, oder? Sitzt. Bei dir, warte. Deiner ist auch gut, die Beine schlaufen. Ich würd's noch mal ein bisschen enger machen. Habt ihr alles? Ui. Okay. Jeder Eigensicherung. Hat er, okay, passt. Hast du gesehen? Explizites Vorbild, die haben jetzt, bevor sie losgelaufen sind, nochmal einen Partnercheck gemacht, ob er wirklich alle gut, die richtig angezogen sind. Hat noch kein Team gemacht. Stimmt. Also Sicherheit oberstes Level und Tempo, sie laufen. Soweit ich das sehe, hängen sich die immer komplett aus, oh, wenn sie die umhängen. Das wäre natürlich ein großes Minus in Sicherheit. Jetzt muss ich da nochmal schauen, ob man das ja, da ja, bitte, bitte schauen, das muss Baum natürlich erkennt. Stimmen. Schau, dass wir den letzten Mann nicht verlieren. Die sind natürlich jetzt sehr schnell im Aufstieg. Siehst du schon den Patienten? Schau mal, was er macht. Ja. Jetzt schau, jetzt ist der Karabiner, jetzt hängt er den aus. Jetzt ist er ungesichert. Jetzt hängt er sich wieder ein. Ach, deswegen sind sie so schnell auch. Ui, das gibt Punktabzug. Ja, ja, kein Problem. Team Gelb, das gibt Punktabzug. Das machen sie jetzt sehr schön. Schau. Gut. Er führt das Seil und die Hintersicherung ist extra. Schneller gehen kann. Du musst es bei mir sagen, Felix. Ja. Felix ist beim Emil. Perfekt. Macht die Patientenbetreuung auch sehr schön. Das machen sie echt gut, jetzt das Ablassen. Ja, sie haben auch eine gute Kommunikation, oder? Wenn was ist, sofort sagen. Ja. Das läuft super. Ja. Geht's vorhin so? Die letzten Meter noch auf dem Wandweg, dann aushaken und auf den Wasser hauen. Und wir stoppen die Zeit. Felix, komm zu uns. Jawohl. Also ich bin unglaublich stolz auf die beiden Jungs. Das war echt total nett, auch mittendrin, als der Alex mir geholfen hat mit dem Brusik. Das war echt nett. Das war wirklich Teamarbeit. Was ist da passiert? Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen, weil die anderen ein bisschen weiter vorne waren. Und ich weiß auch nicht, man war so aufgeregt. Er hat mir dann echt lieb geholfen und das war echt toll. Wart ihr echte Gentlemans? Und glaubt ihr, es hat jetzt gereicht fürs Finale? Ich glaube, es wird knapp, aber wir könnten es schaffen. Ja.
Drei Teams sind heute angetreten, um den Sprung zu schaffen ins große Finale. Da kämpft man gegen THW, Feuerwehr und auch DLRG. Es war heute wirklich spannend. Ihr habt alle gefightet und ich glaube, wir sind uns einig, Karl. Alle haben super Leistungen gebracht. Am Ende sind es halt eben kleine Unterschiede oder kleine Sachen, die dann passieren, die dann so ein bisschen das Ding ausmachen am Ende. Karl, ich weiß, es fällt dir schwer, aber bitte hau die Punkte raus. Es war sehr, sehr schwierig zu bewerten. Ich bin stolz auf so eine gute Jugend, die wir haben, auf unseren super Nachwuchs. Aber wir haben auch wieder bei der letzten Challenge einfach ein paar Punktabzüge machen müssen. Wir machen es wieder chronologisch, also wir fangen mit dem Team Grün an. Team Grün hat ja komplett seine Taktik umgestellt, von Rambo auf Sicherheit. Zeitlich deswegen auch die langsamsten jetzt. Aber ihr habt einen Punkt in der Sicherheit abgezogen bekommen, weil euch unser Sicherungsposten beim Rettungsdreieck helfen musste, das anzulegen. Von dem her habt ihr von mir 4 Punkte bekommen. Spannend, jetzt wird es richtig spannend. Team Rot hat wieder, wie in der ersten Runde, überall die Haken gemacht, hat alle Punkte bekommen in allen Bereichen und hat somit für uns im Bereich 5 Punkte. Team Gelb, unser führendes Team aus der ersten Challenge, war unglaublich schnell. Wir waren fast verwundert, wie schnell die das Seil hochgegangen sind. Und da hat sich aber auch ein kleiner Fehler eingeschlichen, weil sie waren nicht immer redundant gesichert. Also sie haben teilweise die Karabiner ausgehangen und waren somit nicht mehr gesichert. Dort mussten wir einen Punkt Abzug geben. Da geht es auch für uns, also von meiner Seite, 4 Punkte. Und die Zeit wird jetzt entscheiden, wer ins Finale kommt. Toll, und die darf ich jetzt vorlesen. Also, 21 Minuten und 20 Sekunden sind ein Punkt, gibt es für Team Grün. 15 Minuten und 18 Sekunden, das sind 2 Punkte, gehen an Team Rot. 8 Minuten 54 Sekunden, das sind 3 Punkte, gehen an Team Gelb. Das heißt, wir zählen zusammen auf Platz 3. Mit 10 Punkten ist das Team Grün. Und auf Platz 2 und 1 haben wir einmal 13 und einmal 14 Punkte. Der zweite Platz geht an Team Rot. Und damit fährt Team Gelb ins Finale nach Bad Tölz. Oh, es war am Ende 1 Punkt Unterschied. Es war so knapp. War wirklich knapp. Knappe Entscheidung. Ey, Leute. Hättet ihr damit gerechnet? Nein, nicht. Warum nicht? Nee, also Team Rot war auch echt stark. Also da habe ich schon mit der Sicherheit, erste Runde, 5 Punkte. Da dachte ich mir jetzt, es wird schon knapp und so, dass die Zeit entscheidet. Das Lustige ist halt, wir haben uns halt wirklich alle so gedacht, so, ja, es ist schon ein geiles Erlebnis, dass man hier ist und dass man das alles hier miterleben darf und diese ganz neuen Erfahrungen sammeln darf. Und dann haben alle so gesagt, boah, das ist schon cool, da muss man ja endlich mal ins Finale kommen. Und dann stehen wir jetzt hier und haben gewonnen. Das ist schon. Ihr könnt euch freuen. Für euch geht's jetzt weiter. Für euch geht's weiter im großen Finale nach Bad Tölz. Das heißt, die Bergwacht schickt Alex, die Bergwacht schickt Julia und die Bergwacht schickt Felix. Und dann geht's im Finale gegen die DLRG. Da kommt das Team aus Neupfenbeuren. Von der Feuerwehr ist das das Team Haferla und vom THW das Team Leonberg. Würde mich freuen, ihr schaltet ein. Bis dann. Tschüss. Das große Finale von Alarm, die jungen Retter. Jetzt müssen unsere 4 Gewinnerteams zeigen, dass sie nicht nur in ihrem Spezialgebiet einiges drauf haben. 4 Teams, 4 völlig neue Herausforderungen und am Ende ein Sieger. Dürft ihr auf keinen Fall verpassen in der letzten Folge von Alarm, die jungen Retter.